Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen, ich denke mal relativ kurzen Tutorial zu FreeCAD. Und zwar, ich habe hier die aktuelle FreeCAD-Version und da wollte ich euch zeigen, ein Fehler, was die Version macht, den gibt es auch weiterhin. Ich hatte gestern damit rumprobiert, hatte gedacht, die haben den Fehler behoben, aber nein, leider nein. Das ist auch kein Fehler, aber es macht halt... Es kommen fehlerhafte Ergebnisse dabei raus, also ist es doch ein Fehler. Und zwar, es geht um Folgendes. Bei der parametrischen Konstruktion, dann wird er hier, zeigt, lernt er direkt auch noch, wie man parametrisch konstruiert, also mit einer Parametertabelle. Und fangen wir erstmal an. Ich gehe in den Part Design Modus und wir machen eine neue Datei. Und dann... wir brauchen jetzt eigentlich nur eine Zeichnung und die machen wir wie gehabt in Körper und dann haben wir hier auf der XY-Ebene und da zeichnen wir jetzt einfach ein Rechteck rein und das soll fixiert sein, das Rechteck, also machen wir das schön symmetrisch hier zu diesem Punkt. Das kriegt jetzt hier ein paar Maße. Und zwar das ist hier 60 mm und das hier, das Maß, das wäre dann irgendwas um die, ja, machen wir mal 45. So, das ist jetzt das Rechteck. In dieses Rechteck zeichne ich jetzt ein Sechseck ein. Das machen wir so. Diese Strecke hier, die ist horizontal. Dann haben wir hier den Abstand, also die Schlüsselbreite im Prinzip. Und da... machen wir 7 mm. So, jetzt soll dieses Sechseck, das soll parametrisch zu diesen Außenkanten hier positioniert werden. Und in der Tabelle möchte ich dann Werte eingeben, um das eben auf verschiedene Positionen bewegen zu können. So, jetzt erstmal zum Thema, wie mache ich sowas parametrisch? Geht relativ einfach. Und zwar, wir gehen hier aus der Zeichnung erstmal raus und gehen hier in den Spreadsheet-Modus. Das ist bei mir jetzt hier relativ unsortiert, deswegen ist das hier unten. Normal habe ich das immer hier wesentlich höher, den Spreadsheet. Also da ist Spreadsheet bei einer neu installierten FreeCAD-Version. Und dann machen wir hier ein neues Spreadsheet. Und das kriegt jetzt einen Namen. Und zwar... Dann gehen wir hier wieder rein und dann gehen wir hier F2 und dann gebe ich da immer einen sehr einfachen Namen ein. Ich nutze meistens drei Buchstaben, AAA oder BBB, weil man die schnell tippen kann, wenn man später die Parameter verwenden möchte. So, hier ist noch eine Datei, die möchte ich gerade mal schließen. Also ich habe jetzt hier nur diese Zeichnung von gerade und dieses Spreadsheet hier. In das Spreadsheet, da trage ich jetzt hier einen Namen ein. Und zwar Pose X und da Pose Y. Das ist aber nur für uns, damit wir wissen, welche Werte da hinten hinterkommen. Und jetzt geben wir hier einfach zwei Zahlen ein, 20 und 20. So, diese Zahlenwerte, die müssen jetzt hier bearbeitet werden. Einmal die rechte Maustaste drücken und dann kann man hier über Eigenschaften hier auf diesen Reiter Alias wechseln und dann kann man dieses... den Namen hier einfach auch hier eintragen, Pose X. Und wenn man jetzt hier von diesem Wert weggeht, dann sieht man, dass der so einen gelben Hintergrund bekommt. Das heißt, daran erkennt man, dass ein Wert eine sogenannte Alias-Bezeichnung bekommen hat. So, ich mache euch nochmal oben die Tastenkommandos an. So, das machen wir jetzt hier auch. Das heißt, da auch Eigenschaften, Alias und das ist dann Pose Y, POSY. Und dann ist der auch so gelb. So, mehr muss ich in dem Spreadsheet gar nicht machen. Man kann jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt hier die Zeichnung, hier das Spreadsheet. Jetzt kann ich einfach hier aufs Fenster klicken und hier auf Anordnen nebeneinander. Und dann kann ich jetzt das Spreadsheet hier so an die Seite machen und habe beides gleichzeitig im Griff. Die Zeichnung wird jetzt wieder geöffnet. Jetzt bemaßen wir dieses Sechseck hier.
Und zwar die Position des Mittelpunktes einmal zu dieser Strecke hier. Das soll dann der Abstand pro x sein. Da klickt man einfach hier auf dieses kleine blaue Kringelchen. Ich lese da immer f von x raus. Was da genau steht, das weiß nur derjenige, der es programmiert hat. Aber so, und dann hier, da tippt man jetzt einfach ein AAA Punkt und dann POSX. Und dann sieht man, ah, das Ergebnis ist 20. Fein, das können wir nehmen und okay. So, jetzt ist der Wert dieses Maßes hier 20 und der ist mit diesem Wert hier verbunden. Genau machen wir das mit dem Y-Wert. Das heißt, dieser Wert hier bemaßen, wieder hier, da tippen wir jetzt AAA, Punkt. Und hier unten kann man auch direkt den Wert auswählen. Das heißt, da kann man einfach nicht oben fertig tippen, sondern hier plus Y auswählen. Und okay, so, jetzt ist diese Zeichnung komplett eingeschränkt. Und diese Parameter hier, die können jetzt hier geändert werden. Zum Beispiel können wir hier eine 21 machen. Dann schiebt sich dieses Sechseck ein wenig nach rechts. Okay, dann machen wir hier 50. Das hat auch noch geklappt. Dann machen wir hier wieder 20. Und da sieht man direkt, okay, auf einmal haben wir nur noch ein Viereck. Warum? Okay, der Grund ist, dass dieses Sechseck, wir können jetzt Steuerung Z drücken, und das kommt nicht wieder hin. Der kriegt das nicht wieder gebacken und das wieder entsprechend entzerrt. Das heißt, diese Bedingungen, die hier an dem Sechseck hinterlegt sind, die sind zwar korrekt, aber durch eine Änderung des Mittelpunktes wird das neu konstruiert und da kommt ein Viereck bei raus. Es kann auch passieren, dass ein Dreieck dabei rauskommt. Das habe ich vorhin auch schon gehabt. Also kann man Parameter bei der Bewegung von solchen Sechsecken nicht verwenden. Klappt einfach nicht. Jetzt habe ich schon hin und her versucht, ein solches Sechseck so zu konstruieren, dass es bewegt werden kann. Ich habe es nicht hinbekommen. Wir können es aber noch mal probieren. Also ich lösche jetzt erstmal diese ganzen Strecken hier raus. Und das sind wirklich alle sechs. Die liegen zum Teil dann übereinander, geht ja hier wild durcheinander. So, dieser Kreis hier, der soll uns jetzt nicht interessieren. Wir haben hier den Mittelpunkt. Jetzt zeichnen wir einfach ein Sechseck von Hand, und zwar als Polygon. Das geht hier mit, und dann machen wir das so, das so, das so, das so und das so. Und jetzt ist ja eine Bedingung, dass die alle drei gleich sind. Also einmal ein E. So, die ist waagerecht. Und jetzt versuchen wir es über die Winkel zu machen. Das heißt, ich bestimme hier den Winkel. Das machen wir mit, na, wo haben wir die Winkelfunktion? Hier. Und das sind 120 Grad. So, da haben wir die erste Einschränkung. Machen wir das hier nochmal. Winkel 120 Grad. Winkel. Und da hört es schon auf. Da. Okay, das liegt daran, dass jetzt ist dieses Teil hier schon komplett eingeschränkt. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Maß reinmache, so, das machen wir einmal mit der Bemaßen-Funktion, das waren 7 mm. Und da verließen Sie ihn. Ne, da habe ich, glaube ich, was falsch getippt.
gucken uns das nochmal an. Das Maß hier. Und das sind 7 mm. So, jetzt hat das auch geklappt. So, jetzt haben wir das hier dranhängen. Und jetzt muss das ja noch hier in die Mitte gerückt werden. Würde ich jetzt in dem Fall nicht mit dem Kreis hier machen, weil wir wollen von dem mal weg. Das heißt, ich wechsle hier auf die Ansicht blau und dann zeichnen wir hier 2 Linien ein. So, die sind einmal parallel zueinander und auch noch gleich. So, jetzt habe ich den hier so dranhängen und jetzt kann ich den einfach an diesen Punkt hier anketten. Das machen wir mit dieser Funktion. Und jetzt haben wir wieder so ein Viereck da drin. Wechseln wir mal hier zurück und jetzt versuchen wir, dass das nochmal 60. Ja, da machen wir jetzt wieder 20. Ja, das scheint besser zu funktionieren. Also muss man seine 6 Ecke wirklich manuell konstruieren, damit sie in der Zeichnung vernünftig genutzt werden können und nicht über die Standardkonstruktion, über den Kreis und dass die Punkte einfach auf dem Kreis liegen, sondern so wie ich das jetzt hier gemacht habe, scheint es wirklich zu funktionieren. Das heißt, ich definiere zweimal den Winkel 120 Grad. Mal schauen, wie kriegen wir den? Da ist er. Zweimal den 120 Grad Winkel. Okay, die müssen jetzt nicht unbedingt waagerecht sein. Das ist bei mir der Fall. Wenn wir das rausnehmen, die Bedingung, müssen wir mal gucken. Da muss ich hier noch mehr von den Winkeln bestimmen. Das heißt, machen wir jetzt den Winkel hier. Der wird dann auch die 120. Und jetzt haben wir noch den Winkel dieser Drehung. Den lassen wir jetzt einfach mal frei. Wir gehen wieder hier zurück und schauen mal, ob es immer noch funktioniert. 60, 10. Jo, das scheint immer noch zu funktionieren. Also die Sechseckfunktion für parametrische Konstruktionen einfach vergessen und nicht benutzen. Okay, das war's zu diesem kurzen Tutorial hier. Wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und Daumen nach oben wird natürlich auch immer gern gesehen. Damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!